Ja, lieber Herr Holl, sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zu dieser Nachmittagssitzung, die ich gebeten wurde zu moderieren. Mein Name ist Michael Ehrenfeld, ich bin Professor für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie an der Universität München, hatte selbst schon mal das Vergnügen, hier zu referieren über Computertechnik, computerisierte Technik in der Gesichtschirurgie, ist jetzt 2 Jahre her, glaube ich, aber so, oder 3? Oder war es letztes Jahr? Naja. Sie sehen, es sind so viele Termine, dass man immer wieder durcheinander kommt, aber es ist immer ein sehr schönes Forum, wo sich die Wissenschaft, die Technik, die modernen Entwicklungen auch dem Publikum stellen und wo man fragen kann und hinterfragen kann, denn alles das, was man in den modernen Medien, speziell im Internet und so weiter liest, ist ja nicht immer so nah an der Realität und oft so vom Wunsch und nicht so sehr von der Wirklichkeit geprägt. Wir haben heute Mittag 2 Referenten in dieser Sitzung, die beide das Spannungsfeld Medizin und Technologie beleuchten. Der erste kommt von der Medizin und der zweite kommt von der Technik. Und es zeigt, dass diese beiden Gebiete, Technologie, Medizin, ohnehin heute nicht mehr zu trennen sind, denn vieles, was wir in der Medizin machen, ist heute technikbasiert. Und es ist mir eine Freude, unseren ersten Referenten anzukündigen. Das ist der Professor Euler, der Unfallchirurg ist, an der gleichen Universität arbeitet wie ich, in der Klinik für Unfallchirurgie in der Innenstadt und in Großhadern. Und er hat in Homburg-Saar Medizin studiert, seinerzeit mit dem leider kürzlich verstorbenen Professor Schweiberer nach München gekommen, den wir alle sehr, sehr geschätzt haben, und hat ein besonderes Interesse in dem Gebiet Anwendung neuer Technologien, insbesondere eben augmentierte Realität, Augmented Reality in der Medizin. Und ohne viel sagen zu wollen, überlasse ich Ihnen das Mikrofon. Danke, Ihnen. Sehr geehrte Damen und Herren. Ja. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank erstmal für die freundliche Einführung. Ich habe jetzt die Ehre, Ihnen über Augmented Reality etwas zu erzählen. Das mache ich, wie gesagt, in meiner Eigenschaft als Unfallchirurg. Ich bin seit über 30 Jahren hier in der Nussbaumstraße tätig, und zwar an der Ludwig-Maximilians-Universität. Sie wissen ja, dass die LMU-Kliniken 2 Standorte betreiben, also einmal in Großhadern und einmal hier die alten Kliniken in der Innenstadt, und da bin ich also tätig, und wir betreiben in diesen alten Gemäuern, die Sie hier sehen, ja, betreiben wir zusammen mit den Informatikern von der Technischen Universität, also von unserer Konkurrenz, zusammen ein Labor, das sich mit diesem Problem der augmentierten Realität in der Medizin beschäftigt. Und davon möchte ich Ihnen ein bisschen plaudern. Was ist denn eigentlich Augmented Reality, erweiterte Realität? Um was wird denn die Realität erweitert? Und dann gibt es ja auch noch den Ausdruck virtuelle Realität. Was ist denn das jetzt wieder? Ganz kurzes Beispiel. Sie sitzen abends vorm Fernseher und gucken das Fußballspiel an. Und da läuft einer an und schießt aus dem Mittelfeld raus den Ball, und der landet im hohen Bogen im Tor. Was passiert als nächstes? Die Regie zeigt Ihnen diese Szene nochmal und hört dann in dem Moment auf, der Film hört dann in dem Moment auf, wenn der da losschießt. Und dann sehen Sie, dann entwickelt sich so ein Bogen bis zum Tor, nämlich der Flugweg des Balls. Und dann steht da noch 80 Meter, oder ich weiß nicht, ob das realistisch ist, ob so ein Feld überhaupt 80 Meter lang ist. Also da wird also das reale Bild von dem Fußballfeld wird um die Information 120 Meter augmentiert. Das ist die augmentierte Realität. Was ist jetzt virtuelle Realität? Wenn Sie sich zum Beispiel bei diesen Schweden mit den 4 Buchstaben eine neue Küche kaufen, dann können Sie im Internet ein Programm aufrufen, dann können Sie sich die Küche einrichten und sich dann da drin rumbewegen, in alle Richtungen mal gucken. Die existiert ja nicht, die Küche, aber sie ist vorstellbar.
Das wäre also die virtuelle Realität. Mancher von Ihnen hat vielleicht auch zu Hause so eine Brille, die so zwei kleine Monitore hat, in denen Sie eine Realität sehen, die es gar nicht gibt, also in eine Landschaft sehen, die es gar nicht gibt. Da oben ist die Firma Vita, die hat so eine Brille. Und das ist ganz, ganz erstaunlich. Sie fühlen sich in einer Welt, sie fühlen sich in der Welt zu Hause, obwohl diese Welt gar nicht existiert. Wenn irgendwas ihnen entgegengeflogen kommt, weichen sie sogar aus. Das ist dann die virtuelle Realität. Und mit diesen Begriffen, Augmented Reality und Virtual Reality, ist auch ganz eng verknüpft immer der Ausdruck Navigation. Und das Ganze in der Chirurgie, wie soll denn das gehen? Bleiben wir mal bei Navigation. Wenn ich Ihnen jetzt was über Navigation erzählen will, da ernte ich bei Ihnen vielleicht nur ein müdes Gähnen. Mensch, geht doch nach Hause. Hat doch jeder in seinem Handy drin. Was will er da erzählen? Ja gut, habt ihr recht. Aber was bedeutet Navigation? Das bedeutet nämlich das Führen eines Schiffes. Der Skipper sitzt da in seinem Segelbootchen und will hier in den Hafen reinfahren. Und da sieht er da den Leuchtturm. Wunderbar, da hält er drauf zu. Was aber, wenn der Leuchtturm so weit weg ist, dass er hinterm Horizont verschwindet, dann kann er den ja nicht sehen. Wo soll er dann also hinfahren? Dann holt er sich nämlich seine Seekarte aus dem Fach raus. Und da ist der nämlich auch abgebildet. Und da ist auch dieser Mast abgebildet oder dieses Kirchturm oder irgendwas abgebildet. Und dann nimmt er sich diese Landmarken zu Hilfe. Er peilt nämlich zuerst mal diesen Kirchturm an und überträgt, also mit seinem Kompass, kann man ja dann den Winkel bestimmen zum Nordpunkt, und überträgt dann diese Information in seine Karte, in die Abbildung der Realität. Das macht er mit dem nächsten genauso. Und da, wo der Schnittpunkt ist, da ist er selber. Also wir haben jetzt unseren Standpunkt übertragen in die Landkarte. Und von hier aus weiß er, muss er einen bestimmten Kurs fahren, um zu diesem Leuchtturm zu kommen, oder den er noch gar nicht sieht, aber der in der virtuellen Realität vorhanden ist, also in dem Abbild. Und damit kann er den Kurs bestimmen und zu diesem Leuchtturm fahren, den er eigentlich noch gar nicht sieht in Wirklichkeit. Und wenn er das mit solchen Landmarken macht, nennt man das terrestrische Navigation. Sie wissen, Sie ahnen schon, wo es darauf hinausläuft. Wenn er das mit Sternen macht, mit Hilfe zum Beispiel eines solchen Sextanten wurde das früher gemacht, dann nennt man das Astronavigation. So, und wenn man das mit Satelliten macht, dann nennt man es halt Satellitennavigation. Und damit sind wir schon wieder bei Ihrem Handy. So schließt sich der Kreis. Das Handy benutzt nämlich GPS, diese Daten von Satelliten. Wir haben gesehen, dass wir immer irgendwie ein Abbild benötigen. Ein Abbild der Realität, um darin dann zu neuen Informationen zu kommen. Und wichtig, ganz wichtig ist es, eine Verbindung herzustellen zwischen der Realität und dem Abbild der Realität. Das ist die Grundvoraussetzung. Das machen wir ja auch. Wie geht es jetzt in der Chirurgie? Was haben wir in der Chirurgie für Abbilder? Das Einfachste ist eigentlich ein Röntgenbild. Da sehen Sie zum Beispiel hier ein Röntgenbild des Handgelenkes. Das hier ist die Speiche, die Elle, die Handwurzelknochen, Mittelhandknochen. Und wir sehen, dass hier irgendwas nicht stimmt. Da ist nämlich, hier geht so eine Linie rüber. Das ist ein Handgelenksbruch. Und dieses Fragment ist auch ein bisschen abgekippt. Das steht alles so ein bisschen schief. Das Problem, was Sie auch erkennen können, ist, dass ich eine zweidimensionale Abbildung habe eines dreidimensionalen Gegenstandes. Ich weiß also nicht, was in diesem Bild vorne und hinten ist. Das ist ein bisschen ein Problem. Dafür gibt es Computertomogramme. Da werden einzelne Schichten des,
dargestellten Körperabschnitts dargestellt, errechnet, einzelne Computerschichten, und man kann so sich von Schicht zu Schicht, so wie wenn Sie die Zwiebel aufschneiden, so von Schicht zu Schicht durchscrollen durch diese Schichten. Und das ist die Darstellung einer der Dreidimensionalität. Ich habe also die dritte Dimension. Die Tiefe bekomme ich auch durch diese Schichtbildgebung. Tomographie bedeutet Schnittbild. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie schneiden den auf, den Haxen, und gucken so die einzelnen Bilder an. Ein weiteres Schnittbildverfahren ist das Kernspinbild. Da kann man andere Qualitäten sehen, da kann man mehr die Weichteile sehen, Flüssigkeiten und dergleichen. Wir befassen uns jetzt zunächst einmal mit dem normalen Röntgenbild. Diese Röntgenbilder können wir während der Operation mit einer bestimmten Röntgeneinrichtung auch selber herstellen. Während der Operation benutzen wir ein solches Röntgengerät. Da ist hier unten die Strahlenquelle drin, hier oben ist der Detektor. Und wenn wir in diesen Strahlengang hier zum Beispiel die Hand reinhalten während der Operation, können wir uns bei der Operation ein Bild machen, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Röntgenbild. Das würde dann etwa so aussehen. Wir sehen zum Beispiel hier ein Sprunggelenk. Wir machen von dem Sprunggelenk ein Röntgenbild und sehen dann hier dieses Röntgenbild. Kann man vielleicht das Licht hier oben ein bisschen dunkler machen? Geht das? Oder das sind wahrscheinlich die Lichter da. Ja, das ist gut. Prima, danke. So, und jetzt stellen wir uns vor, wir wollen einen kleinen Eingriff vornehmen. Zum Beispiel, wir wollen hier da das Gelenk punktieren, das Sprunggelenk punktieren. Vielleicht ist Eiter drin, wir wollen das einfach wissen. Und stellen Sie sich jetzt vor, wir kommen jetzt hier an das Sprunggelenk mit unserer Punktionsnadel. Wir sehen ja im Prinzip nur die Haut. Wir wissen aber nicht, wo wir jetzt da reinstechen sollen, um in das Gelenk reinzukommen. Was machen wir also? Neues Röntgenbild. Und da haben wir uns gedacht, da kann man doch ein bisschen an Röntgenbildern einsparen. Wir sparen die nicht ein, weil es teuer ist, ein Röntgenbild zu machen, sondern wir sparen Röntgendurchleuchtung ein, weil das auch eine gefährliche Strahlung ist. Also die Strahlenbelastung wollen wir versuchen zu reduzieren. Da muss man sehr diszipliniert sein im OP und auch die technischen Möglichkeiten nutzen. Und wir haben jetzt an einen so Ihnen gerade vorgestellten C-Bogen, heißt der, weil er so aussieht wie ein C, also dieses Röntgengerät, haben wir zusätzlich eine Kamera montiert. Und diese Kamera bildet uns auf einem Monitor die Extremität ab, also hier zum Beispiel den Fuß. Den sehen wir dann so in dem Videobild. Gleichzeitig kann man mit diesem Gerät aber auch das Röntgenbild machen. Und dadurch ist es möglich, beide Informationen zu überlagern. Das Videobild und das Röntgenbild. Was geschieht dann? Wenn ich jetzt mit der Nadel hier reinkomme, wird mir die Nadel vom Videobild, im Videobild dargestellt. Das heißt, ich muss nicht nochmal ein Röntgenbild machen, um den Gelenkspalt zu finden. Röntgenstrahlung gespart. Und wir sind auch mit diesem System in den OP gegangen. Das sind Bilder das ist ein Film von einer richtigen Operation. Da sehen Sie, dass wir einen Handgelenksbruch haben. Da ist auch hier so ein Fragment, was verkippt ist, so wie wir das auf dem Röntgenbild gesehen haben. Und wir gehen da mit einem Draht hinein in den Bruchspalt hier, um sozusagen dieses Fragment, jetzt geht er nicht mehr, schade, um dieses Fragment hochzuheben. Und das klappt mit diesem System ohne zusätzliche Röntgenaufnahmen. Wir haben eine Studie gemacht, das ist tatsächlich so, dass wir signifikant weniger röntgen müssen, wenn wir solche Systeme benutzen. Ach ja, es ist wieder angelaufen. Das ist Magic. Oder war von der Technik einer von euch da oben? Also ich bin ja immer wieder erstaunt, was man so alles machen kann. Gell? Da geht das Video von alleine los und so. Gut. Okay. So. Spielereien sind dann technisch möglich. Man kann also zum Beispiel den Knochen dunkel darstellen oder man kann den Knochen hell darstellen. Aber Sie bekommen vielleicht so eine Ahnung, was wir für einen Vorteil aus dieser Technik ziehen.
zum Beispiel beim operativen Zugang, wir wissen genau, wo wir sind, wenn wir das Röntgenbild und das Videobild übereinander legen. Wir haben uns gedacht, das kann man doch bestimmt auch mit den Tomografiebildern. Der Unterschied zu dem normalen Röntgenbild ist, wie ich gesagt habe, das normale Röntgenbild ist zweidimensional, das ist ein dreidimensionales Bild. Man kann diese Computertomographie-Bilder bzw. die Informationen ganz anders aufarbeiten, sodass man nur die Oberfläche des Knochens sieht, so wie hier. Das sind Aufnahmen eines Patienten, der eine Fraktur, einen Bruch eines Wirbelkörpers hat. Sie sehen, dass der Wirbelkörper hier vorne platter ist als der andere. Und in diesem Fall besteht natürlich die Gefahr, dass das, was neben der Wirbelsäule ist, beziehungsweise hinter der Wirbelsäule ist, nämlich das Gelbe, das Rückenmark, dass das verletzt wird. Was das bedeutet, ein verletztes Rückenmark zu bekommen, das ist eigentlich für die, die es betrifft, eine tragische Angelegenheit, so ein Querschnittsgelähmter zu sein. Das ist nicht so toll. Und dann kommen hier aus dem Rückenmark kommen auch die einzelnen Nerven raus, hier aus diesen Löchern hier. Da treten also die Nerven aus dem Rückenmark aus. Und wenn wir eine kaputte Wirbelsäule stabilisieren wollen, müssen wir ja irgendwie an den Knochen ran. Natürlich könnte man von vorne an den Knochen ran, das ist ein großer Aufwand. Im Notfall ist das auch manchmal gar nicht möglich. Da gibt es eine Technik, dass man vom Rücken her, von hinten, dass man von hinten am Rückenmark vorbei Schrauben einbringt in die Wirbelsäule, in den Wirbelkörper, der oberhalb ist, des Gebrochenen und unterhalb des Gebrochenen und damit mit einer Montage den Wirbelkörper aufzurichten. Das Problem ist, dass wir bei der Operation mit dem C-Bogen eben nur eine zweidimensionale Information bekommen, die auch noch zusätzlich überlagert ist von anderen, sage ich mal, Weichteilen des Patienten, Bereiche des Tisches. Also die Darstellung ist nicht immer so toll. Und wir hätten ganz gerne diese Information, die wir aus dem Computertomogramm bekommen, die hätten wir gerne zur Verfügung bei der Operation. Wir müssen also irgendwie eine Verbindung herstellen zwischen der Wirbelsäule des Patienten, der bei uns auf dem OP-Tisch liegt, und diesem Tomografiebild. Wie machen wir das denn? Wie hat es denn der Seefahrer gemacht? Wir machen das so, wir suchen uns eine Landmarke, zum Beispiel hier die Straßenschilder, und dann gucken wir in unserem Stadtplan nach, wo ist denn das? Und meistens deuten wir auch noch hin. Genauso machen wir das im OP. Wir haben hier den Patienten liegen. Wir haben als Augen des Systems haben wir Kameras. Die Kameras können, beziehungsweise das System kann mit Hilfe der Kameras die Wirbelsäule im Raum orten. Das System kann mit Hilfe der Kameras irgendwelche Instrumente orten. Und das System zeigt uns auf dem Monitor die CT-Bilder. Und jetzt stellen wir eine Verbindung her. Wir sagen dem System, dieser Punkt am Patienten, an der Wirbelsäule, ist dieser Punkt auf dem CT-Bild. Und das machen wir mit ein paar Punkten, da genügen so etwa fünf bis acht Punkte. Und dann kann der Rechenalgorithmus dieses Navigationssystems eine Verbindung herstellen. Und wenn wir jetzt uns vorstellen, wir haben noch ein Instrument, welches auch vom System erkannt werden kann, und dessen Position im Raum ebenfalls vom System bestimmt werden kann, dann kann man sich leicht vorstellen, dass wir uns die Lage dieses Instruments, zum Beispiel ein Bohrer oder eine Schraube, in Bezug auf den Knochen darstellen lassen können vom System. Das ist äußerst hilfreich, weil man genau weiß, wo man mit dem Bohrer hinbohrt. Man will hier nicht hineinbohren. Ich zeige Ihnen das mal.
Das ist vielleicht ein, für die ganz hinten ein bisschen klein, aber das ist ein Wirbelkörper, der ist ein bisschen größer als der normale. Und da sehen Sie hier dieses Loch. Das ist das Loch, beziehungsweise der Kanal, durch den das Rückenmark geht. Und wenn Sie das hier vergleichen mit dem Bild, es liegt nur hier, ja doch, so vollkommen richtig, dann ist hier dieses Loch, wo das Rückenmark läuft, da wollen wir nicht unbedingt reinbohren, verständlich. Und mit Hilfe eines solchen Navigationssystems gelingt uns das, da am Rückenmark vorbei die Schraube sicher in den Knochen zu platzieren. Diese Systeme sind schon jahrelang in der Anwendung. Die laufen quasi im Routinebetrieb bereits. Herr Professor Ehrenfeld hat letztes Jahr oder vor 2 Jahren, vor 3 Jahren darüber geredet. Das wird in der Neurochirurgie angewendet. Zum Beispiel ist hier der Kopf in so einer Haltevorrichtung fixiert. Hier sind die Kameras drin. Und Sie sehen, dass hier ein Instrument ist und das hat hier solche Kugeln montiert. Mit Hilfe dieser Kugeln erkennt das System die Position dieses Instruments im Raum. Die Verbindung zwischen dem Schädel und dem Abbild des Schädels, zum Beispiel ein Kernspin, die wird heutzutage in den meisten Fällen bereits automatisch vollzogen. Und dieses System ist äußerst hilfreich, weil der Neurochirurge dann genau sieht, wo er mit seinem Instrument ist und kann ganz gezielt zum Beispiel einen Hirntumor operieren, einen Hirntumor beseitigen, ohne irgendwelche anderen Strukturen zu verletzen. Eine äußerst hilfreiche Angelegenheit. In der Prothetik kommt es darauf an, wie hier zum Beispiel beim prothetischen Ersatz des Hüftgelenkes, die Prothese in einem richtigen Winkel einzubauen. Hier ist die Pfanne, die mit Hilfe dieses Instruments in den Körper eingebaut wird. Und wenn die Winkel nicht stimmen, dann besteht die Gefahr, dass diese Prothese immer herausspringt. Das wollen wir natürlich vermeiden. Und mit Hilfe eines solchen Navigationssystems bekommen wir die Information, in welchem Winkel ist denn diese Prothese jetzt eingebaut. Das ist äußerst hilfreich, man hat dadurch eine hervorragende Genauigkeit bei der Ausübung dieser Prothetik. Dasselbe gilt für die Knieprothetik, auch da bekommen wir Informationen über die Achsen, über die Stellung, über die Position der Prothese im Knochen. Das erhöht die Versorgungsqualität enorm. Nun, wir befassen uns in unserem Labor auch mit anderen Dingen. Wenn Sie sich zurückerinnern an das Bild aus dem OP, da haben Sie gesehen, der Operateur arbeitet an der Wirbelsäule, guckt aber ganz woanders hin. Und wir bringen das Bild, was man so auf dem Monitor sieht, in so eine Head-Mounted Display, in so eine Brille hinein. Der Chirurg guckt also auf 2 kleine Monitore. Das geht so dann schon fast in Richtung virtuelle Realität, obwohl es die Realität ist, was er sieht. Und er hat noch hier oben montiert 2 Kameras. Und vielleicht verbinden Sie jetzt den Gedanken mit dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, mit diesem C-Bogen. Da haben wir ja auch ein Kamerabild und ein Röntgenbild überlagert. Und das können wir hier auch machen. Wir können mit diesem System das Bild, was unsere Augen sonst sehen würden, überlagern mit den Bildern, die wir aus dem Computertomogramm bekommen. Also zum Beispiel mit dem dreidimensionalen Bild von der Wirbelsäule. Das ist jetzt so eine Versuchsanordnung aus unserem Labor. Da sehen Sie dieses Bild, das sieht der Mitarbeiter, wenn er diese Brille auf hat. Eigentlich sieht er ja, mit seinen Augen würde er jetzt nur diesen Torso sehen, aber er sieht dadurch, dass wir ein Computertomogramm haben von der Wirbelsäule,
blickt er quasi in das Innere hinein. Und was er da gerade in der Hand gehalten hat, das ist wie so ein Zahnarztspiegel. Es ist ein virtueller Spiegel, mit dem kann man sich sogar die Rückseite der Wirbelsäule angucken. Das ist ganz, ganz verrückt, was man da machen kann. Es ist äußerst hilfreich, zum Beispiel, wenn man mit einem Bohrer in den Wirbelkörper reinbohrt und sehen würde, was auf der anderen Seite passiert, wenn man also auf der anderen Seite mit dem Bohrer aus dem Wirbelkörper rausfährt. Das sind Techniken, die funktionieren momentan nur im Labor. Das liegt einfach daran, dass diese Apparatur noch viel zu schwer und zu unhandlich ist. Also man kann nicht sehr lange mit dieser Apparatur operieren. Aber das, in diese Richtung geht es, dass wir also die Informationen, die wir aus Untersuchungen bekommen, CT oder Kernspin oder dergleichen, dass wir die mitverwenden während der Operation als zusätzliche Informationen. Das ist jetzt natürlich einmal eine augmentierte, eine erweiterte Realität. Wir haben die Realität erweitert um die Darstellung dessen, was ich mit meinen Augen nicht sehen kann, nämlich die Darstellung der Wirbelsäule im Körper. Wir können in den Körper hereinblicken. Und wir haben auch eine virtuelle Realität, nämlich diesen Spiegel. Den haben wir ja nicht wirklich in den Patienten reingesteckt, sondern diesen Spiegel haben wir nur in der... Tut mir leid, geht nicht mehr. Diesen Spiegel sehen wir nur im Bild. Der wird uns hineinprojiziert. Also, es ist ein bisschen augmentierte Realität, es ist auch ein bisschen virtuelle Realität und immer dann, wenn man das Verfahren nicht dem einen oder dem anderen eindeutig zuordnen kann, spricht man auch von Mixed Realität. Man kann diese Bildinformationen auch für ganz andere Sachen verwenden. Man kann sich ja auch den Darm darstellen, zum Beispiel mit CT-Bildern. Und auf diese Weise kann man virtuell in das Darmlumen hineingucken und eine virtuelle Koloskopie durchführen. Das sind ganz fantastische Sachen und es laufen weltweit Studien herauszufinden, wie groß denn da die Fehlerquelle ist, dass man was übersieht. Denn was wir natürlich hier nicht haben, ist den Eindruck vom Gewebe. Wir können ja nicht sehen, ob das Gewebe derb ist oder ob es irgendwo aktiv zum Beispiel blutet. Das wird uns ja nicht dargestellt. Aber als Screening ist das eine ganz fantastische Sache. Und wie gesagt, es wird erst in Studien zu beweisen sein, dass das genauso gut ist wie eine richtige Koloskopie. Einen kleinen Nachteil hat das natürlich im Vergleich zur richtigen Koloskopie. Ich brauche vorher eine Bildgebung, also ein CT nur um für eine Darmspiegelung zu machen, ist vielleicht auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber solche Sachen sind möglich. Ein anderes Thema, Sie kennen doch mit Sicherheit auch diese Computerspiele, da stehen Sie vor einem großen Bildschirm, die Kamera auf dem Bildschirm nimmt Sie auf und zeigt Ihnen das Bild von sich. Und diese Situation nutzen wir ebenfalls und augmentieren dieses auch mit der virtuellen Realität. Nämlich hier zum Beispiel kann man die Daten aus einem CT, zum Beispiel das Skelett oder die einzelnen Organe, projizieren auf den Körper, den das System erkennt. Das System erkennt die Position der Hand dieses Mitarbeiters und da, wo er seine Hand hinhält, zeigt das System die CT-Daten aufbereitet als dreidimensionale Ansicht und es zeigt gleichzeitig zum Beispiel Kernspintomographien oder Computertomographien genau in der Höhe seiner Hand. Also das dient dazu, zum Beispiel die Lage von Organen herauszufinden oder zu sehen, wie stellt sich dieser Körperabschnitt im CT-Bild dar. Ein anderes
Lerntool haben wir entwickelt. Das ist ein Anatomie-Lerntool, bei dem wird auf den sich bewegenden Arm der Knochen drauf projiziert. Und es wird gleichzeitig die Möglichkeit gegeben, sich einzelne Muskeln anzugucken. Man kann die einzelnen Muskeln anklicken. Man kann in dieses System zum Beispiel auch Fragen einbetten oder Informationen einbetten über diese Muskeln. Und wir haben mal dieses Lerntool in der Studie verglichen mit den Lerntools, die wir bislang hatten, nämlich Bücher. Und dabei ist herausgekommen, dass man mit so einem Lerntool genauso Lernerfolg hat wie mit den herkömmlichen Büchern. Es macht aber viel mehr Spaß. Wir bleiben mal weiter in der Ausbildung, müssen aber hierfür noch mal ganz kurz in die Klinik gehen. Sie sehen hier das Röntgenbild einer Wirbelsäule und Sie sehen, dass diese Wirbelkörper hier, die haben eine normale Form. Und dieser Wirbelkörper, der ist so keilförmig. Was ist das? Das ist ein Wirbelkörperbruch aufgrund eines Knochenschwunds. Also die Osteoporose, eine osteoporotische Fraktur, die auch sehr schmerzhaft sind. Und da gibt es die Möglichkeit, den Wirbelkörper zu verstärken mit Knochenzement. Und da geht man, genauso wie wir das bei der Verschraubung vorhin gesehen haben, neben dem Rückenmark in den Wirbelkörper rein und kann einen Ballon in den Wirbelkörper platzieren. Der Ballon kann aufgeblasen werden, so wie wir das hier sehen. Dadurch ist es möglich, den Wirbelkörper wieder ein bisschen aufzurichten. Wenn das geschehen ist, nimmt man den Ballon raus und füllt in diese Höhle, die entstanden ist, Knochenzement ein. Das ist eine sehr wirkungsvolle Art, die Patienten wesentlich von Schmerzen zu befreien. Das klappt hervorragend. Es ist nur eben ein bisschen problematisch, weil diese genannten nervalen Strukturen, also die Wirbel, dieses Rückenmark und die Nerven, ganz unmittelbar in der Nähe sind. Und deswegen muss man das können. Und kein Patient hätte es gern, wenn der Arzt zu ihm sagt, ja, also ich habe es noch nicht oft gemacht, ich kann aber an Ihnen ja auch noch mal ein bisschen üben. Denn die Kanüle soll hier vom Rücken aus nicht in den Rückenmarkskanal platziert werden. Sie sollte, leider ein bisschen hell, das kann man deswegen schwer erkennen. Ja, vielen Dank, genau, so ist besser, sehr gut. Die Kanüle sollte auch da nicht drin landen. Das ist nämlich die große Hauptschlagader. Das haben wir nicht so ganz gerne, wenn da eine Kanüle drin ist. Sondern die Kanüle soll hier im Knochen sein und der Zement, den wir hier sehen, der sollte auch im Knochen bleiben und nicht irgendwo zum Beispiel in den Rückenmarkskanal reinfließen. Um das Ganze zu üben, kann man Patienten nehmen, klar. Aber man kann auch sich ein Übungseinheit basteln und das haben wir in diesem Labor auch gemacht. Ich lasse es mal laufen und gebe dann Kommentare ab. Sie sehen hier einen Patienten liegen, das ist eine Puppe, das ist kein echter. Und der Chirurg, der wurschtelt da rum, da hinten. Da hat er gerade reingestochen, die Nadel. Und zwischendrin macht er sich immer ein Röntgenbild, so, da sieht er die Nadel. Und dann fährt er mit der Nadel weiter in den Körper rein, bis er auf den Knochen kommt, da wird es hart. Auch das guckt er sich im Röntgenbild an, da ist es fast schon am Knochen dran, da ist die Nadel im Knochen drin und da spritzt dann noch Zement rein. Das guckt er sich alles an. Der Witz, das ist gar kein Röntgengerät, sondern das ist eine Attrappe. Da liegt auch keine Wirbelsäule, da liegt ein Stück Schaumstoff, da steckt er die Nadel rein. Und wie kommt es jetzt dazu, dass der trotzdem, wenn er die Nadel da reinführt, unten den Knochen spürt? Da muss ja ein großer Widerstand sein. Im Schaumstoff ist keiner. Das kommt dadurch zustande, dass die Nadel, dass die Nadel selber an dieser Apparatur hier befestigt ist. Und das kennt man auch eigentlich aus der
Spielzeugindustrie. Die Nadel ist an diesem haptischen Gerät befestigt. Und wenn die Nadel virtuell am Knochen anstößt, dann bremst dieses haptische Gerät die Nadel ein. Das ist ganz erstaunlich. Ohne Strahlenbelastung und ohne Wirbelsäule diese Prozeduren zu üben, das bringt was. Man übt einfach die Handhabung und wenn man die dann kann, ist es einfacher, das in der Realität dann auch umzusetzen. Wir haben also jetzt einiges gehört über augmentierte Realität und über virtuelle Realität, Mixed Reality, wofür wir sie verwenden in der Chirurgie. Das Wesentliche ist der Informationsgewinn, den wir zur Verfügung bekommen während operativen Verfahren. Und dieser Informationsgewinn, der führt dazu, dass die Versorgungsqualität enorm gesteigert wird und dass wir auch an Komplikationen einsparen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, besten Dank für diesen wirklich spannenden Vortrag, der die ganze Bandbreite eigentlich, der klinische Einsatz, aber eben auch Ausbildung, ganz wichtig, dass man wirklich heute mit diesen Technologien auch üben kann, ohne an den Patienten zu gehen und in einer wirklich sehr reellen Art und Weise, für einen reell empfundenen Art und Weise, ohne eigentlich mit der Realität zu tun zu haben. Das, glaube ich, bildet das hin. Und wir wollen aber Ihnen Gelegenheit geben zu fragen. Haben Sie, ja, bitteschön. Weißt du, haben wir Mikrofone? Ja, also eine Frage war hier vorne. Und können wir es ein bisschen hell machen, dass wir uns auch ein bisschen besser sehen können? So, Sie überlagern also zwei Aufnahmen, einmal vom Computertomogramm und dann mit optischen Bildern. Ja. Da brauchen Sie ja gerade, wenn Sie so vorsichtig vorgehen wollen, eine sehr hohe Genauigkeit. Ja. Was kriegen Sie denn hin? An Genauigkeit? Auflösung, ja. Wir bekommen am Wirkort, also an der Spitze des Instruments, haben wir eine Genauigkeit von 1 bis 2 Millimeter. Das ist für die Verfahren, die wir in der Unfallchirurgie haben, ist das ausreichend. Ich glaube, die Neurochirurgen, die sind noch genauer mit ihren Instrumenten. Also um den Millimeterbereich geht es. Bitte schön. Das ist, Sie kennen Plexi. Ich glaube, man muss mit Mikrofon machen, ja, sonst hören Sie hinten die Frage. Also die Frage nicht. War, woraus der Knochenzement besteht. Das ist Polymethylmethacrylat. Sie kennen mit Sicherheit Plexiglas. Genau. Da ist nur noch ein bisschen was reingemischt, damit das Röntgen sichtbar wird. Ja, eine Frage war hier vorne. Sie haben bei dem Kniegelenksersatz gesagt, dass da die richtige Stellung berechnet wird. Die nochmal, die? Die richtige Stellung, der richtige Winkel. Ja. Was ist denn der richtige Winkel? Denn der kann ja möglicherweise bei einem älteren Menschen der falsche Winkel sein. Ja. Also das ganze Körpersystem hat sich daran gewöhnt, dass er etwas hängt. Ja, also wir bauen die Gelenke so ein, dass die Prothese auf beiden Seiten gleich belastet wird. Nee. Wenn man sie auf einer Seite belastet, dann bekommt diese Seite zu viel ab, dann ist die Lockerungsrate erhöht. Also, ja, deswegen ist aber das Knie auch kaputt gegangen. Ja. Wenn die Achse nicht stimmt und eine Hälfte des Knies mehr belastet wird, dann unterliegt diese Hälfte des Kniegelenkes einem größeren Verschleiß. Und dann geht diese Seite eher kaputt. Meistens ist es O-Bein und dann geht die Innenseite vom Knie kaputt. Ja, es war noch hier vorne.
Dieses Head-Mounted Device, das Sie vorgestellt haben, was bringt die eigentlich? Also selbst für den Fall, dass man die entsprechend wesentlich kleiner und den Operateur weniger behindernd machen könnte. Ja. Gegenüber eben dem Verfahren, ja. Schau nicht auf den Patienten, ja, sondern richtig. Eben auf einen Bildschirm. Wo ist also der praktische Mehrwert? Berechtigte Frage. Es gibt also einmal den Aspekt, dass man quasi in Blickrichtung arbeitet. Ist vielleicht nicht so ein schlaghaltiges Argument, weil es funktioniert ja so auch. Zum Beispiel die Gelenkspiegelungen macht man ja auch so. Man arbeitet nach vorne und guckt auf die Seite. Also das geht ganz gut. Das kann das Hirn hinbekommen. Aber der andere Aspekt ist, dass man in diese Brille beziehungsweise in die Ansicht auch Informationen hineinarbeiten kann, die man sonst nicht hat. Beispiel, es geht ein Monteur geht in irgendeine Firma, weil er dort eine Maschine reparieren muss. Jetzt kann er natürlich von jedem Maschinenmodell ein großes Handbuch mitnehmen. Oder er hat die Informationen auf dem Chip oder in seinem Computer drin. Und da ist es möglich, zum Beispiel mit so einem System die Informationen, an welcher Schraube muss er jetzt drehen, mit welchem Drehmoment muss er die Schraube festziehen, solche Informationen ihm einzuspielen in diese Brille, genau zu dem Zeitpunkt, wenn er auf diese Schraube drauf guckt. Also er sieht quasi die Schraube und das System sagt, diese Schraube musst du jetzt lösen. Und dann kommt das nächste Bild, meinetwegen, wenn der Deckel weg ist, und das System zeigt ihm dann immer genau das, was er macht, als Handlungsanleitung zum Beispiel. Und bei uns ist es auch so, dass wir, wie gesagt, wie ich gezeigt habe, in den Körper reingucken können. Und wir können auch um den Körper rumdrehen, zum Beispiel virtuell. Oder mit diesem Spiegel hinter den Körper gucken, was wir ja sonst nie machen könnten. Und? Ja, doch, aber diesen virtuellen Spiegel, den haben wir bislang noch nicht, das gibt es eigentlich sonst nicht, den gibt es nicht. Noch ein Nebeneffekt ist, der Helm selbst ist auch getrackt, also das Navigationssystem erkennt den Helm auch, die Position des Helmes, und kann errechnen in die Blickrichtung dessen, der den Helm aufhat. Und dann, dadurch ist es möglich, das Objekt aus der Blickrichtung desjenigen, der den Helm aufhat, darzustellen. Sie können es oben auch mal da oben vorbeigehen, da ist so ein Head-Mounted-Display, können Sie sich mal angucken, das ist ganz erstaunlich. Da sind Sie in einer virtuellen Welt und für solche Applikationen ist das hervorragend. Ja, noch eine? Es gibt doch auch noch das System, das, also zum Beispiel Operationen am Brustkorb und so, wo am lebenden Objekt operiert wird. Das ist doch auch eine Form der Virtualisierung oder wo gehört denn das hin? Und lässt sich das mit den Techniken, die Sie vorgestellt haben, auch nochmal kombinieren? Ich weiß jetzt nicht genau, operieren eigentlich öfters mal am Leben. Also ein früherer Professor an der DFALR hatte ein System entwickelt, auch am schlagenden Herz sogar operiert werden konnte. Das heißt, der Operateur hat den Bildschirm gesehen, hat also seine Hände im Gerät gehabt und ein scheinbar ruhiges Herz gesehen. Und an dem hat er gearbeitet und die Instrumente sind mit dem Rhythmus mitgegangen. Und das sehe ich jetzt irgendwo in der Nähe von dem, was Sie machen. Und deshalb meine Frage, gibt es hier auch nochmal Kombinationen zu dem, was Sie hier vorgestellt haben? Also rein technisch kann man alle Systeme kombinieren. Wesentlich ist, dass man eine Information bekommt, die man in diesem Fall braucht. Wovon Sie reden, ist die Darstellung des Herzens ohne die Bewegungen. Das heißt, die Bewegungen werden herausgerechnet. Das kann man durch entsprechende Rechenalgorithmen machen.
Es gibt auch solche Röntgensysteme, die diese Bewegungen des Herzens herausrechnen und zum Beispiel eine Herzklappe dann darstellen auf diese Weise. Kombinieren kann man das technisch mit allem, was man braucht. Das ist, so, das ist eher eine technische Frage. Ja, ich glaube, eine können wir noch zulassen. Warten Sie mal, Mikro. Sonst. Kann man schon abschätzen, wie lange es dauern wird, bis man die Brille wirklich bei mehrstündigen OPs einsetzen kann, bis die einfach leichter wird? Nee, kann man noch nicht. Aber die Entwicklung ist rasant. Also allein von unserer Entwicklung mit dieser Brille, die ich gezeigt habe, die relativ schwer ist, bis zu der Brille, die Sie hier sehen können, ist ja schon mal ein Quantensprung. Die ist ja wesentlich leichter. Also da gibt es mit Sicherheit innerhalb der nächsten wenigen Jahre technische Lösungen dafür. Mit Sicherheit. Ja, Herr Uller, Sie haben gesehen, großes Interesse an dem Thema. Und ich glaube, das wird uns noch wirklich bewegen. In den nächsten Jahren sind da wirklich Quantensprünge zu erwarten, was die technologische Entwicklung, und das kriegt man von beiden Seiten natürlich als Arzt und als Patient genauso, aber auch der Arzt ist ja manchmal Patient und hätte ganz gerne, dass es vorangeht. Also von daher ist in den letzten Jahren doch einiges möglich geworden, was wir uns früher nur zu träumen gehofft haben. Jetzt bleibt mir nur zu danken, die Referenten werden hier fürstlich entlohnt mit einer Tafel Schokolade. Also Sie wissen ja auch, dass das Gehirn das Organ ist, das auf permanenten Zuckerzufluss angewiesen ist. Und so absolut. Ist es doch eine gewisse Kompensation für den ganzen Aufwand, der in die Vortragsgestaltung gegangen ist. Herr Euler, vielen Dank, dass Sie den Samstagmittag für uns geopfert haben. Und wir gehen jetzt an dieses Interface Medizin-Technik von der anderen Seite heran und haben jetzt einen Ingenieur, nämlich den Herrn Professor Große-Wentrop, den ich kurz vorstellen will, Studium der Elektrotechnik an der TU München und der University of Maryland. Dann wieder zurück an die TU München, dort Dr. Ingenieur, Gruppenleiter am Max-Planck-Institut und seit Oktober 2017, also ganz frisch, Professor for Data Science an der LMU München. Und sein Thema ist jetzt die Schnittstellen zwischen Nerven und Prothesen. Was ist künftig möglich?